Shalom Aloha, ihr Morra. Im letzten Video habe ich euch ja versprochen, dass es das nächste Mal, also so gesehen dieses Mal, ein etwas qualitativ hochwertigeres Spiel geben wird. Und ich meine, Leute, ihr kennt mich. Ich bin ja schon quasi dafür bekannt, chronisch immer die Wahrheit zu sagen. Also. Aber Spaß beiseite. Heute gibt's mal wieder was relativ Mähhaftes. Und zwar das Action Hack and Slay RPG Demon Vector. Das mal wieder aus Taiwan kommt. Ich habe gerade eine Art Déjà-vu. Jedenfalls ist das ganze Teil von X-Pack Entertainment und erschien im Jahr 2005 für die Xbox und den PC, wobei ich letztere Version gespielt habe. Ans Eingemachte. Storytechnisch sind zumindest Ansätze von etwas Interessantem vorhanden. Durch die Reisen von Marco Polo im 15. Jahrhundert wurde eine Welle von Nachahmern losgetreten, was dazu führte, dass irgendetwas Böses an Bord eines Abenteurerschiffs nach Europa kam und nun eine Armee aus Untoten, Mutanten und Dämonen über die Welt fegt. Die Handlung verliert sich nach dem Intro allerdings gänzlich, da sie nur noch marginal durch Missionsbeschreibungen, kleine Notizen und kontextlos wirkende Zwischensequenzen vorangetrieben wird. Wobei ich bereits nach etwa der Hälfte der Spielzeit gar nicht mehr gerafft habe, wieso ich jetzt den und die zerhackstückelt habe. Ich hab's einfach nur gemacht, weil ich ein kleiner Sadist bin. Hihi. Was da Abwechslung bringen soll, sind die beiden Charaktere, mit denen man das Spiel durchspielen kann. Eine junge Frau mit Stab und einen Metrosexuellen mit Schwert und sexy Handschuhen, welche wohl ihre eigene Story-Variation mitbringen sollen, wovon ich aber irgendwie null mitbekommen habe. Aber zumindest kann ich mit den beiden Pappnasen kurz die Brücke zum Gameplay schlagen. Zunächst mal, nein, sie spielen sich trotz anderer Statuswerte und Waffen nicht unterschiedlich. Sie können beide von Beginn an leicht oder hart zuschlagen, auf dem Boden liegende Feinde aufspießen, blocken, kontern und schwache sowie starke Spezialangriffe ausführen, welche die gelbe Energie dort leeren, welche sich aber durch das Kloppen von Feinden wieder auffüllt. Neue Combo-Attacken, welche essentiell für den ohnehin nur geringen Spielspaß sind, können genauso wie Tränke, Bomben und auch Upgrades für Leben und Spezialenergie gegen in den Levels erbeutetes Anima, so heißt die Währung des Spiels, im Laden zwischen den einzelnen Missionen gekauft werden. Wobei es auch nur hier, also zwischen den Missionen, möglich ist, sein Equipment im Inventar zu wechseln. Die Level an sich wählt man auf einer Übersichtskarte aus. Man bereist brennende Städte, sumpfige Wälder, einen der Hölle ähnelnden Ort und noch ein paar weitere Locations, aber immer mit unsichtbaren Wänden, weil unsichtbare Wände toll sind. Dabei sind die Gebiete immer schlauchförmig und oder labyrinthartig aufgebaut, wobei man die Struktur der Umgebung auf der Karte einsehen kann. Die präsentierten Aufgaben bestehen immer darin, zum Ende eines Abschnitts zu gelangen und oder alles zu untotem Gulasch zu verarbeiten. Dabei müssen dann Monster getötet, Items gesammelt und kleine Rätsel, sofern man das dann als Rätsel bezeichnen kann, gelöst werden. Dann gibt's ab und zu vielleicht auch noch einen freispringbaren Geheimgang, in dem ein Toter ein neues Item oder so für den Spieler bereithält und das war's dann. Die Bosskämpfe finden abseits davon in separaten Missionen statt. Innerhalb der Aufgaben kann man ja wie vorhin bereits angeschnitten Anima verdienen. Und zwar durch das Töten von Feinden, Zerstören von Kisten und Statuen und durch das Erreichen eines möglichst hohen Wertes beim Kombozähler, welcher sich mit jedem Schlag, der einen Feind trifft, erhöht und bei Untätigkeit im Bereich des Kloppens nach kurzer Zeit wieder von vorne beginnt. Variationen im Kampfstil sind nicht zwingend notwendig, um eine Combo am Leben zu halten. Oder anders gesagt, Button-Mashing for the win. Je höher die maximale Kombozahl am Ende des Levels, desto höher ist auch die Levelbewertung und somit auch die Belohnung in Anima. Die Widersacher sind dabei vom Design her schön eklig gehalten. Es gibt normale Zombies, Muskelzombies, Fettsack-Zombies, Zombie-Wölfe und noch härtere Gegner mit Zwischenboss-Charakter, wie Mr. Insekten-Dracula hier. Das ist an und für sich ja ganz okay, nur wird das Ganze gegen Ende etwas Overkill. Dem Spieler werden Raum um Raum Massen an Gegnern mit verschiedenen Angriffspatterns vorgesetzt, die wie kleine Bosse wirken, was ziemlich frustrierend sein kann, vor allem wenn man in eine Ecke gedrängt ist und gar nicht mehr zum Angreifen kommt. Sofern man stirbt, darf man die gesamte Mission im Übrigen erneut spielen, da es keine Checkpoints gibt und auch nur zwischen den Aufträgen gespeichert werden kann. Das macht manche Stellen im Game echt nervig. Zumal die richtigen Bosse zwar eine tolle auflockernde Wirkung haben und den Spieler sogar nach dem Kampf mit neuen Ausrüstungsgegenständen und Waffen belohnen, aber an sich deutlich leichter sind als die Level, die zu ihnen führen. Was das Fass dann aber zum Überlaufen bringt, sind die Passagen, in denen man ernsthaft vorherige Bossgegner, also richtige Bossgegner,
einfach in den Kanon Anormalo-Feinden und Zwischenbossen der Gebiete einreiht. Die Entwickler sollten einen Umweltpreis bekommen für so viel Recycling. Gameplay-technisch wäre so gesehen dann alles gesagt. Die Technik könnt ihr ja sehen. Die Umgebungen sehen eher matschig aus und der Anime-Stil der Spielfiguren beißt sich mit dem eher westlichen Setting. Animationen sind zweckdienlich und Gegnerdesigns finde ich eigentlich auch ganz okay. Und die Kamera vermag es all dies immer aus den schönsten Winkeln einzufangen. Nur die maximale Auflösung von 800x600 wird heutigen 16:9 verwöhnten Zockern wohl sehr sauer aufstoßen. Soundtechnisch gibt es Soundeffekte, die zumindest nicht allzu sehr nerven, und unaufdringliche Musik. Und um das Ganze abzurunden, gibt es noch ein wenig ungewollt komisches Voice Acting. Was a treacherous task. Merchants must cross hazardous sands of Gobi Desert to reach the fabled lands of China. Schlussendlich, Demon Vector ist nicht besonders gut, aber mit seiner Länge von gerade einmal etwa 3 bis 4 Stunden pro Durchlauf diente es mir recht gut als Entlastung für mein Hirn nach anstrengender Lernarbeit. Ich habe das Gefühl, das Spiel wollte eigentlich in die Richtung DMC oder so gehen, hat dabei aber dann ordentlich verkackt. Tatsächlich empfehlen kann ich es so gesehen nicht wirklich, auch wenn es nur 1 bis 2 Euro kostet. Gibt für ein paar Euro mehr schon deutlich bessere Spiele. Devil May Cry. So, das wär's dann auch schon wieder gewesen. Das nächste Mal gibt's dann aber wirklich mal was qualitativ Hochwertigeres. Versprochen, ihr kleinen Mauer. Und tschüss.